Hallo und herzlich willkommen zum Kochen im WOMO. Heute mache ich ein Kartoffel-Lauchgemüse. Das Ganze in einem Topf. Das heißt, hier in diesen großen Topf kommen die Kartoffeln rein, werden gekocht. Kurz bevor diese gar sind, so eine Viertelstunde vorher, wird der Lauch, der wird noch geschnitten in Scheiben, dazugegeben. Dann kommt Sahne dazu, eine Zwiebel oder zwei nach Geschmack und Frischkäse. Dazu kann man jetzt noch einen Brühwürfel nehmen, Fleischbrühe oder sowas machen. Und dann hat man eigentlich schon ein fertiges Essen. Was wichtig immer im WOMO ist, natürlich möglichst wenig Aufwand, möglichst großen Nutzen. Das heißt, ich versuche eigentlich meine Gerichte, auch wenn ich normalerweise 4-5 Töpfe dafür bräuchte, auf einen Topf zu reduzieren, soweit es machbar ist. Okay, fangen wir mal an. Stopp, Schnitt. Ich muss jetzt noch richtig hier. Also ich schneide jetzt gerade die Kartoffeln. Hoppala, nicht nervös werden. Heute ist nicht mein Tag. Immer schön in Würfel schneiden, einigermaßen gleichmäßig, weil dann werden sie auch gleichmäßiger gar. Okay, reicht schon. Also hier schneide ich jetzt den Lauch in Scheiben. Der kommt dann so an die Kartoffeln mit dran, wie er ist. Ich habe mittlerweile die Kartoffeln aufgesetzt. Habe einen Gemüsebrühwürfel dran und eine Hühnerbrühwürfel. Schneide jetzt hier den restlichen Lauch noch in Scheiben, der dann rankommt, kurz bevor die Kartoffeln gar sind. Da kommt dann auch die Zwiebel mit dran und die Sahne und am Schluss dann der Frischkäse und du hast ein wunderbares Essen. Man kann jetzt noch auch Knoblauch mit hin tun und die Brühwürfel verwende ich einfach aus dem Grund, weil ich keine Lust habe, groß Salz zu verwenden, weil das reichlich in den Brühwürfeln dabei ist, beziehungsweise generell ist heute in allen Lebensmitteln mehr als genug Salz enthalten. Hängt einfach mit der Düngung der Geschichten zusammen, beziehungsweise mit dem, was wir an Salz in unsere Umwelt verschleudern, in allen möglichen Formen. Und von dem her braucht man eigentlich kein Salz. Geschmacklich, wer es haben will, kann es natürlich machen. Aber weniger Salz ist mehr. So, was gibt es jetzt noch zu sagen? 5 Minuten Sendepause, ich schneide meinen Lauch fertig und wenn die Kartoffeln dann soweit sind, melde ich mich wieder. Also mittlerweile habe ich einen Lauch mit in den Topf, nein, die Kartoffeln waren schon soweit. Jetzt tue ich hier einfach 2 Becher Sahne mit rein. Nimm hier einen 200 Gramm Frischkäsebecher, tu den Frischkäse mit rein und es gibt dann am Ende eine richtig schöne sahnekäsige Soße, was ein geiler Geschmack ist bei den Lauchkartoffeln. Und was ich dann ganz am Schluss noch rein tue, ist frisch gemahlene Muskatnuss, die nach Geschmack mit rein tun, aber bitte ganz am Schluss erst, bevor ihr dann wirklich den Topf vom Herd nehmt, weil sonst verkocht viel von dem Muskataroma wieder und wir wollen es ja rausschmecken. Okay, das war's. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, macht euch Spaß beim Nachkochen. Ich sag bis demnächst, euer Family on Tour Koch. Bye!